Er führt mit 13 zu 10. Richard Brause, der 30-jährige Neuzugang des TTV Rehbau Gönnern. Er kam ja vom Bundesliga-Absteiger Helga Hannover nach Hessen. Hat vorher übrigens lange in Grenzau auch gespielt. Auch mit Fetzner also in seiner Mannschaft. Auch in der Nationalmannschaft spielten sie schon zusammen. Also sie kennen sich sehr, sehr gut. Brause, ein Kämpfer vor dem Herrn. Kaum einer trägt seine Emotionen während eines Spiels so nach außen wie Richard Ritschi Brause. 10, 15, Fetzner. Guter Aufschlag, druckvolle Vorhand und der Kampfgeist. Das sind vielleicht so die herausragenden Merkmale dieses Mannes mit der 3 auf dem Rücken bei Gönner. In diesem ersten Durchgang Brause verdientermaßen vorne. Er wirkt ein bisschen motivierter und auch entschlossener als Steffen Fetzner. Ja, dann kommt auch noch im richtigen Moment ein bisschen Glück dazu. Richard Brause klar auf dem Weg zum Satzgewinn. Fetzner kann hier noch einmal verkürzen, aber eins war klar, Brause im ersten Satz der Bessere. Schon wieder Glück, gerade eben der Netzroller hier, der Kantenball. Aber so ist es, es gleicht sich aus. Brause sucht immer sofort den Abschluss. Das kann nicht immer gut gehen, aber sein Mut zum Risiko wurde zumindest in diesem ersten Durchgang belohnt. Steffen Fetzner hatte ja eine turbulente Weihnachtszeit bzw. Silvesterzeit, wurde Vater einer Tochter, außerdem hat er ein neues Haus bezogen, viel Arbeit also auch während der spielfreien Zeit. Im ersten Satz gibt es jetzt nichts mehr zu arbeiten, 21:16 gewinnt Richard Brause, wie gesagt dominierend. Er sagt selber, ich brauche immer eine gewisse Zeit, bis ich reinkomme ins Spiel, weil ich ja kein Doppelspiel. Das werfe ich meinem Trainer gar nicht vor, aber so ist es nun mal. Das muss man auch immer mal den Zuschauern sagen. Im zweiten Satz, da war Fetzner auf einmal viel, viel besser. Dominierte deutlich. Wir sehen den Spielstand. Jetzt 19 zu 12 für Steffen Speedy Fetzner. Richard Brause nicht mehr ganz so energiegeladen wie im ersten Durchgang. Das lag aber auch daran, dass Fetzner einfach weniger Fehler machte. Sie kennen sich natürlich aus vielen, vielen Lehrgängen auch bei der Nationalmannschaft. Brause hat ja vor einiger Zeit seinen Rücktritt erklärt aus dem Nationalteam. Fetzner immer noch eine unverzichtbare Größe in der Nationalmannschaft. Ein bisschen kommt er wieder heran, Richard Brause. Aber ich glaube, innerlich hat er sich zu diesem Zeitpunkt schon auf einen dritten Satz eingestellt. Fetzner
Fetzner, er spielt ja derzeit seine 14. Bundesliga-Saison. Vielleicht ist er nicht mehr ganz so schnell auf den Beinen wie zu Beginn seiner Karriere. Mit Sicherheit auch ein bisschen verletzungsanfälliger geworden. Es gibt immer mal wieder Probleme mit dem Rücken, aber ein Fetzner in Normalform ist noch nicht wegzudenken aus Grenz, aus Mannschaft. Hier holt er erstmal den zweiten Satz mit 21:15. Ja, das hilft auch nichts. Richard Brause muss es richten am Tisch. 11:9, die Führung für den Mann aus Gönner. Der dritte Satz, er begann furios für Brause. 5:0 mit eigenem Aufschlag. Dann gab es den Gleichstand bei 9:9. Und nun zieht Brause wieder ein bisschen davon. In der deutschen Rangliste Dezember 98, da wurde Richard Brause als Nummer 7 erstmals nach ganz, ganz langer Zeit wieder vor Steffen Fetzner, der Nummer 8, geführt. Und vielleicht motivierte diese Tatsache Gönnerns neuen Mann ganz besonders. In dieser Phase hier war Brause jedenfalls der bessere Mann. Insbesondere mit seinem Service kam Fetzner nicht so gut klar. Immer wieder hatte Brause Möglichkeiten, mit seiner starken Vorhand Punkte zu machen. Brause, der sich immer wieder pushte, dessen Kampfgeist und Siegeswille wirklich bewundernswert ist. Zu Saisonbeginn, da musste er ja einige Male den verletzten Danny Heister im oberen Parkkreuz vertreten. Da gab es einiges auf die Mütze, aber jetzt, nachdem der Holländer wieder fit ist, da spielt Brause an seiner angestammten Position 3 bei Gönnern. Aber wie gesagt, einige Male musste er auch schon mal pausieren gegen Frickenhausen und Würzburg zum Beispiel, da spielte Susan Kai. Ein Spielgewinn von Brause gegen Fetzner, der war nicht unbedingt einzukalkulieren auf Gönnerner Seite. Insofern die Zuschauer natürlich hier sehr, sehr gespannt, wie der Vergleich der beiden deutschen Bundesligaspieler ausgehen würde. Im Moment sieht alles nach einem Sieg für Brause aus. 18:12, eine komfortable Führung, dazu eigenes Service. Wieder so ein Beispiel, starker Aufschlag von Brause mit ganz viel Rotation gespielt, viel zu hoher Rückschlag von Speedy Fetzner und dann kein Problem, den Punkt zu machen für Richard Brause, der sich Matchbälle erkämpft. Und gleich den ersten, den nutzt er, der größere Kämpfer behielt am Ende die Oberhand. Brause gewann gegen Steffen Fetzner mit